Also, dass Sie wirklich anrufen. Wurde wieder jemand ermordet? Aha. Tatsächlich. Fangen Sie an mit der Fortsetzung zu Aniqs Romantikkomödie. Das ist keine Fortsetzung. Die Hauptverdächtige ist die Braut. Zoes Schwester. Grace ist unschuldig. Wir haben eine Leiche im Haus und einen Haufen Leute zu verhören. Wer sind Sie denn bitte? Sie sehen ja heiß aus. Sebastian. Ich würde gern Ihre Version hören. Wie haben Sie dieses Wochenende erlebt? Ich nenne das immer Ihr Kopfkino. Mit ihr war Ärger vorprogrammiert. Und damit das klar ist, nicht nur meine Ermittlungen stellten sich härter heraus als erwartet. Oh Gott. Alle Anwesenden hatten ein Motiv. Ich habe viele Geschichten zu erzählen. Es reicht, wenn du erzählst, was während der Hochzeit passiert ist. Ich bin ein Suchender. Okay. Edgar ist nichts weiter als ein Krümel. Und wie Grace weiß, bin ich Was ist das? Ein Experte mit dem Besen. Das war ein Besen. Sieht aus, als hätten sie noch nie im Leben was weggefegt. Sieht aus wie ein Laserschwert. Happy Birthday! Oh, es ist nur mein Adoptionstag. Ich weiß nicht, wann ich geboren wurde. Das sieht köstlich aus. Das ist Potpourri. Oh, bon appétit. Sie wissen, dass Sie Lufterfrischer essen? Jeder könnte der Mörder sein. Meine Mutter lässt euch grüßen. Sie wollte rauskommen, aber sie war mit Schweigen und Alkohol beschäftigt. Und jetzt stoßen wir gemeinsam an auf das glückliche Paar. Die ganze Sache ist so viel komplexer, als ihr euch vorstellen könnt. Wir verheimlichen alle irgendetwas. Tja, ich glaube, eins ist ziemlich klar. Wir haben den Täter. Was sagten Sie? Er ist es oder nicht? Nicht. Was? Ich weiß, wer Edgar getötet hat. Isabel, ich würde noch... Wenn reiche Weiße rumflüstern, geht das niemals gut aus.